Schwestern und Brüder, Maria kann von sich sagen, der Mächtige, also Gott, hat Großes an mir getan. Großes hat Gott im Leben Mariens getan. Sie war beschenkt mit der Fülle des Heiligen Geistes. Sie hat Einsicht gehabt in die Zusammenhänge Himmel, Erde, Gott, Mensch. Sie hat sich vom Heiligen Geist erfüllen lassen und es war die Absicht Gottes, es war die Vorsehung Gottes, dass durch Maria der Sohn Gottes das Menschsein annimmt. Das ist eine besondere Auszeichnung, ein besonderes Privileg, eine besondere Gnade, die der Mutter Jesu geschenkt wurde. Aber es ist eine Gnade, ein Geschenk, nicht nur für Maria, sondern für uns alle, für jeden Menschen. Denn jeder Mensch hat durch Maria den Sohn Gottes und den Heiligen Geist geschenkt bekommen. Was Gott, der Vater, durch Maria zeigt, das zeigt er für alle Menschen. Was er durch Maria wirkt, das wirkt er für alle Menschen. Wir brauchen alle den Sohn Gottes. Wir brauchen alle die Erlösung. Und es wurde uns in der ersten Lesung praktisch in prophetischer Schau gezeigt, dass es einen Kampf gibt zwischen Himmel und Erde, zwischen der Heiligkeit und der Sünde. Und es wurde uns geschildert, dass eine Frau auftritt, die geschmückt ist mit einem Kranz von 12 Sternen und die ein Kind zur Welt bringt, und das Kind ist Jesus Christus. Es heißt, dass der Drache, die Schlange, der Teufel das Kind verschlingen möchte, das Kind töten möchte. Der Vater im Himmel aber, Gott, hat sowohl das Kind gerettet als auch die Frau. Also die Rettung kommt von Gott, haben wir gehört. Jetzt ist er da, der rettende Sieg. Der rettende Sieg ist vollbracht einerseits, und andererseits ist die Kirche, sind wir Menschen noch dabei zu siegen. Einerseits haben wir gesiegt durch die Gemeinschaft mit Jesus, der auferstanden ist, ist der Sieg vollbracht. Andererseits stehen wir noch im Streit, noch im Kampf, und das, ich brauche es Ihnen nicht erklären, bedeutet auch Leiden. Wie sehr die Menschheitsfamilie noch im Streit liegt, noch miteinander kämpft, wie sehr der Böse noch immer Menschen leitet, Menschen steuert, Menschen für sich in den Dienst nimmt, das zeigt das Alltagsleben, das berichten uns die Medien. Der Kampf ist noch nicht zu Ende gekämpft. Siegreich ist jeder Mensch, wenn er sich auf denselben Geist verlässt, der die Mutter Jesu erfüllt, geleitet und gestaltet hat. Also wer sich auf den Heiligen Geist, auf die Kraft des Höchsten einlässt, wer sich diesen Geist schenken lässt und auf ihn achtet, der ist siegreich. Der nimmt teil am Leben des Gottessohnes, der nimmt teil am
Auferstehen des Gottessohnes. Der nimmt teil an der Herrlichkeit des Gottessohnes. Es ist der Glaube der Kirche, dass eine Gemeinschaft besteht zwischen Himmel und Erde, zwischen Gott und Mensch, zwischen dem Ewigen und dem Vergänglichen, zwischen dem Bleibenden und dem Zeitlichen. Und derselbe Geist, der die Mutter Jesu erfüllt, derselbe Geist, der Jesus erfüllt hat und geleitet hat, derselbe Geist ist auch uns geschenkt. Und wo immer ein Mensch sein Herz offen hält für diese Liebe Gottes, für die Wahrheit Gottes, für das Leben Gottes, das uns im Heiligen Geist geschenkt ist, dort blüht ein Mensch auf, dort findet ein Mensch zum Frieden mit Gott, mit sich und kann auch leben in einer friedlosen Welt. Wer den Geist Gottes in sich wirken lässt, kann in der Haltung Mariens, nämlich mit der Reinheit des Herzens, die uns auch durch die Taufe, durch das Erlösungswerk ermöglicht wurde, praktisch rein im Herzen leben, wie Maria und mitwirken mit Jesus. Wir wissen, dass Maria voll der Gnade ist. Wir wissen aber auch, dass ihr gesagt wurde, und sie hat es erlitten, ein Schwert wird deine Seele durchdringen. Das ist das irdische Leiden, das Maria voll ausgekostet hat aufgrund ihrer tiefen Gemeinschaft mit ihrem Sohn. Sie ist praktisch den Kreuzweg mitgegangen. Sie hat mitgelitten mit ihrem Sohn und hat schließlich den verstorbenen Sohn in den Armen gehabt. In dieser Welt bedeutet das Leben auch Leiden, obwohl die Gnade in Fülle uns geschenkt sein kann. Lieben bedeutet noch mitleiden mit denen, die an der Sünde und an den Gebrechen dieser Welt zu leiden haben. Bitten wir Gott, dass wir im Geiste Mariens, wie Maria und mit Maria Jesus nachfolgen und einst aufgenommen werden in die Herrlichkeit des Himmels. Und dann dürfen wir, wie Maria es erlebt hat, auch sagen: Ende gut, alles gut. Amen. Wer Jesus aufnimmt, hat jetzt schon Anteil an der Herrlichkeit Gottes und kann der Mutter Jesu ähnlich werden. So wünsche ich uns, dass wir wie Maria offen sind für das Wirken Gottes in uns, dass wir Gott aufnehmen, und wer in dieser Welt Gott Heimat gibt, der bekommt mit Sicherheit in der ewigen Welt eine Heimat bei Gott.